Also die Generaldebatte und die Abstimmung über die Anträge, die im Rahmen dieser Generaldebatte eingebracht wurden, ist beendet. Es geht weiter mit den nächsten Tagesordnungspunkten 3 bis 5. Da geht es um die Budgets für die obersten Organe, für das Bundeskanzleramt, für den öffentlichen Dienst und den Sport. Erster Redner wird der SPÖ-Abgeordnete Christian Tropitz aus dem Burgenland sein. Er ist Konsumentensprecher und Datenschutzsprecher der SPÖ. Wirtschaftskanzlei, Bundesgesetzgebung, Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof, Volksanwaltschaft, Rechnungshof, Bundeskanzleramt sowie öffentlicher Dienst. Und hierüber findet die Debatte in einem statt. Und als erster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Christian Tropitz. So, jetzt kommt er. Der ist selber überrascht von seinem Aufruf offenbar. Das ist jetzt eine gute Frage. Christian Tropitz will noch warten. Warum schließt sich mir nicht ganz?